Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Du siehst jetzt gerade schon auf dem Bildschirm, hier ist schon was. Ja, ich zeige gleich kurz den Einschnitt. Was ich gemacht habe, war ultra dumm und jetzt muss ich es nochmal kurz neu aufnehmen. Aber ist gar kein Problem. Ist. Die Datenbasis ist auf. Jo, da habe ich dann ungefähr 8 Minuten den falschen Bildschirm gezeigt. Du Upsi! bist hier stehen geblieben, das siehst du auch noch nicht. Das wirst du aber jetzt in den anderen Videos sehen, wie das alles hier auch dazugekommen ist. Deswegen abonniere den Kanal gleich mal, damit du die anderen Videos auch siehst. Hier wollen wir das Ganze nochmal machen. Das ist sehr, sehr frustrierend gerade für mich, aber gut. Zack. Aua. Aua. Das lassen wir jetzt mal stehen, okay? Hier habe ich, das muss ich auch rausmachen. Passt. Okay, also. Hier wollen wir erstmal Two Columns machen. Und hier wollen wir wieder auf unsere Database Aufgaben. Zack. Da haben wir alle Aufgaben. Das sind, wie gesagt, das ist ein bisschen mehr. Hier steht auch Impact mit drin. Lernst du noch, warum? Das ist in einem anderen Video. Wie gesagt, ich nehme das jetzt ganz am Schluss auf. Ich habe ja noch 5 Videos, die danach kommen. Aber das ist jetzt einfach so. Tut mir sehr, 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 sehr leid. Also hier wollen wir so ein Dashboard haben. Wir möchten alle Aufgaben sehen, die wir erledigen wollen. Und das wollen wir nicht so haben, sondern hier wollen wir einen Edit View. Wir wollen das in einem Kalender. Also ich möchte das immer gern in dem Kalender. Das finde ich nämlich super schön. Tata, so. Und hier sind jetzt auch schon Aufgaben drin, weil ich die schon mit Datum versehen habe. Was ich jetzt aber hier an der Stelle möchte, ist nicht den ganzen Monat sehen, sondern ich möchte hier eigentlich nur die Week sehen. Dann können wir auch sagen, keine Weekends oder Weekends. Ich habe die Weekends sehr gerne drin und es sieht immer noch ein bisschen unschön aus. Deswegen zeigen wir auch ein paar mehr Properties an. Was wir hier anzeigen wollen, ist auch das Projekt. Datum müssen wir nicht anzeigen lassen, aber den Status noch, damit wir sehen, okay, haben wir es erledigt oder nicht? Oder haben wir versagt? Wie die ganzen Aufgaben da reinkommen, das wirst du in dem anderen Video dann sehen, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. So, das hier löschen wir wieder raus. So, wir wollen hier auf der Seite, wollen wir aber nochmal das gleich. Okay, ich kann es auch einfach duplizieren. Duplicate und jetzt ziehen wir das in die andere Spalte, aber hier wollen wir einen Table View. Hier wollen wir alle Aufgaben sehen. Oder anders formuliert, hier wollen wir unsere Truhe sehen, also alle Aufgaben, die noch zu einem Schatz werden könnten. Und dafür brauchen wir hier einen Filter. Also Status, Truhe. So, da sehen wir alle Projekte. Das Datum, eigentlich können wir das Datum hier ausblenden lassen. Weil es erstmal hier irrelevant ist. Wir sehen es ja hier. Das wäre dann doppelt. Das könnten wir auch ausblenden lassen. Weil das ist ja logisch. Das ist ja der Filter, den wir eingestellt haben. Impact können wir vielleicht noch drin lassen. Warum das ein Impact und warum da Altus steht, erfährst du im anderen Video. Deswegen, ja, abonniere das Ding einfach. So. Dann wollen wir aber noch einen neuen View, weil hier wollen wir auch so ein bisschen die aktuellen Projekte drin haben. Also das, was wir so abarbeiten müssen. Das ist ja so ein Speicher, so ein Backlog. Und das ist hier wirklich die Dinge, die wir aktuell bearbeiten. So, das schieben wir auch gleich mal hier rüber. Und hier ist der Filter anders. Also hier ist der Filter nicht auf Status to do, sondern hier ist der Filter, ist wo Datum, also das ein Datum hat, das sind diese dringenden Themen. Date is not empty. So. Und das sehen wir alle Aufgaben auf einen Blick, die nicht empty sind. Und was auch wichtig ist, da können wir den Status hier nehmen, die is not die 2. Also die erledigt sind, die wollen wir hier auch nicht mehr sehen. So, und dann sehen wir hier alle Aufgaben, die wir noch machen müssen. Die sind jetzt auch hier quasi doppelt. Also ich sehe das hier und ich sehe das hier. Deswegen bräuchte man die Einstellung nicht unbedingt, aber manche arbeiten lieber damit, weil. So, und dann haben wir halt eben alle Aufgaben und die können wir zum Beispiel hier auch reinziehen. Und dann sind die da direkt drin. Und das ist cool, du kannst halt mit Drag and Drop deine Aufgaben, die wirklich wichtig sind, die einen hohen Impact haben und die in Projekten sind,
direkt zuordnen. Dann hast du alles auf einen Blick und wenn du jetzt eine neue Aufgabe erstellst, also ich mache das dann meistens direkt da rein, wenn ich jetzt irgendwas Neues bekomme, beispielsweise Tastatur kaufen, dann steht es hier auch drin, hat gleich das Datum, hat die Truhe und kann dann hier bearbeiten. Zack. Genau, das soll es für das Video eigentlich auch schon gewesen sein. Hier oben kann man noch mehr Sachen einstellen. Hier kennt man auch so kleine Reminders oder Links, die man häufig braucht. Könnte man jetzt mal so ein Callout. Weiß ich nicht, was könnte man hier? Meine Website verlinken. Oder was auch immer. Und hier mit den Doggles habe ich ja auch schon mal gezeigt. Könnte man das auch hier so in drei Bereiche ziehen. Zack. 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 Und dann kannst du dir irgendwelche Sachen hier reinschreiben. Hier auch mal einen ordentlichen Link. Nehmen wir halt mal einen ordentlichen. So, wunderschön. Und dann kann ich hier draufklicken, zack, und dann öffnet sich das, je nachdem, was ich da halt brauche, wie ich mein Dashboard hier oben anlegen kann. Hier könnte ich auch, weiß ich nicht, noch andere Sachen verlinken, mache ich dann auch. Das Template, das du in der letzten Folge dann siehst oder da auch auf meinem Blog siehst, kannst du dir jederzeit dann auch runterladen, das veröffentliche ich. Und so kann man das aufbauen. Hier eine Sache noch, Edit View, Rename, das ist Week oder Woche. Und was wir hier noch machen wollen, Duplicate, das Ganze auf Month. Month. So, Rename. Monat. Das wird noch später wichtig in Folge 9 oder 10 in der Reihe. Da zeige ich nämlich, wie man diese Wochenreflexion sauber gestaltet. So, jetzt habe ich das hier nochmal nachgebaut. Und je nachdem, wie viele Aufgaben du da halt drin hast, du kannst dann auch sortieren oder gruppieren lassen nach den einzelnen Aufgaben. Das macht meistens relativ viel Sinn. Und du könntest hier sogar, wenn du jetzt ein Fokusprojekt hast, sagen, okay, ich möchte nur die Aufgaben von dem Projekt sehen oder mit diesem Projekt arbeiten. Da bist du 100% flexibel. Wirklich wichtig ist, diese Filter immer richtig einzustellen. So, das war es jetzt zu dem Video. Sorry, dass ich das nochmal so nachbauen musste, aber du hast ja gerade gesehen, welche Misere mir passiert ist. Und dann habe ich viel gelabert und man hat aber nichts gesehen. Deshalb freut es mich, wenn du das Video dir angeschaut hast. Abonniere den Kanal, like das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Mach's gut. Servus.